Wir wissen, an welchem Tag wir geboren wurden, aber wir wissen nicht, an welchem Tag wir sterben werden. Und manchmal denken wir, dass wir so leben können, wie wir es für richtig halten. Und wenn der Zeitpunkt des Todes kommt, sage ich einfach La ilaha illallah. Hauptsache, ich sterbe als Muslim. Nein, so einfach ist es nicht. Wenn der Zeitpunkt des Todes kommt, dann wird nicht unsere Zunge sprechen, sondern unser Herz. Was auch immer wir im Herzen getragen haben, wird zum Vorschein kommen und für uns sprechen. Wenn unser Herz an dieser Dunya hängt, den Status, das Geld und die Sünde liebt, wenn unser Herz voller Groll, Neid und Hochmut ist, dann wird das alles zum Vorschein kommen und gegen uns sprechen. Wenn unser Herz im Leben nichts mit Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hatte, wie können wir dann erwarten, dass es im Augenblick des Todes La ilaha illallah sagt? Nach La ilaha illallah zu leben, heißt nicht nur im Ramadan zu fasten und das war's. Ab und zu mal zu beten und gut ist. Nein, es erfordert mehr als das. La ilaha illallah sind nicht einfach irgendwelche leeren Worte. Dahinter steckt eine Lebenseinstellung. Ein Perspektivwechsel auf die Dinge und Ereignisse, die uns treffen. Viele Muslime glauben heute, dass es für sie reicht, wenn sie nur La ilaha illallah sagen, um ins Paradies zu gelangen, und all ihre Sünden werden auf magische Weise verschwinden. Wir müssen verstehen, dass wenn wir als Muslime La ilaha illallah sagen, aber nicht danach leben oder es nicht richtig praktizieren, ein Doppelleben führen, in dem wir uns nicht entscheiden können. In anderen Worten, führen wir ein Leben mit zwei Gesichtern.